Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Runway to the Dream of the Turtle. Tja. Der ist gar nicht blöd. Nein, sein Hirn arbeitet mit der Genauigkeit einer Schweizer Uhr, die man ewig nicht mehr aufgezogen hat. Der Typ mag... Soldat O'Connor? Ja, Sir. Ja! Besteig doch bitte den Baum nochmal. Ich dachte, meine Vorführung eben hätte Ihnen gereicht, Sir. Ich wäre dir dankbar, wenn du auf den Baum klettern könntest, um mir einen Augenblick Privatsphäre zu geben. Ich habe nämlich gerade 4 Colas getrunken und mein Magen möchte sich dringend auf laute, unkontrollierte Weise äußern. Sir, ja, Sir, aber ich erinnere Sie daran, dass ich halb taub bin und wahrscheinlich nichts hören werde. Gut, okay. Wenn er nach oben geht, schauen wir mal, was für ein Buch er da eigentlich liest. Hoffe ich zumindest. Nicht unbedingt Shakespeare. Ich glaube nicht, dass ich es gebrauchen kann. Außerdem würde O'Connor es bestimmt vermissen. Nein. Ich glaube nicht, dass jetzt Zeit zum... Außerdem interessiert mich das Thema wenig. Nicht unbedingt Shakespeare. Okay, geht nicht. Er ähnelt denen vom Camp-Eingang. Nur ist der hier die Cabrio-Version. Sehr praktisch, wenn man Hunger hat und sich nicht vor Fliegen ekelt. Na gut, egal. Können wir vielleicht... Ich glaube, das ist dieselbe, die ich Joshua gegeben habe. Joshua, brauchst du keine Butter mehr? Bestimmt nicht. Das Ding ist jetzt schmieriger als U-Bahn-Haltegriffe am Feierabend. Ich nehme sie mit. Sie ist ein Produkt von erwiesener Qualität. Es ist noch ein gutes Stück übrig geblieben. Hey, Joshua! Höchst selbst! Wer glockt? Ich bin es, Brian. Brian! Kumpel! Erzähl! Sag mal, was war das andere, was du brauchst? Einen Zehnerschlüssel. Ich bekomme langsam Zahnschmerzen, weil ich die Schrauben damit anziehe. Und falls du zufällig einen Bananensplit findest, bring ihn mir einfach mit. Dann kann ich währenddessen eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Weiß ich nicht, warum die Musik jetzt gerade so laut wurde auf einmal. Entschuldigt, das weiß ich jetzt nicht, woran es lag. So, Zehnerschlüssel. Auf keinen Fall. Für okay. Nichts auf der Welt würde ich... Oh, das macht er wieder nicht. Aber... Es ist ein bisschen klein, aber ich will ja auch keine Kreuzfahrt machen. Kein Werkzeug? Knife könnte... Okay. Ich dachte, sowas in der Art. Schauen wir mal. Okay. Viel schlimmer. Wir haben das Werkzeug schon im Inventar. Na klar. Was sonst? Ich habe dir Werkzeug mitgebracht, Joshua. Mal sehen, ob ein Zehnerschlüssel dabei ist. Sonst verliere ich noch die Zähne, wenn ich weiter damit die Schrauben anziehe. Nein, kein Zehnerschlüssel. Aber ich werde diesen Sechser und diesen Viererschlüssel miteinander kombinieren. Ja, den Sechser und den Vierer zu einem Zehner, alles klar. Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe werkeln. Okay, lass uns mal schauen. Ich brauche noch das Brett, oder? Nein, im Moment sehe ich keinen Grund dafür. Ist das schon fertig? Der kommt bestimmt nicht durch den nächsten TÜV. Ob ich den Abdecker rufe? Andererseits gibt's hier wahrscheinlich gar keinen Schrottplatz. Er ist glücklicher als alle anderen. Er singt, wie ein Kind, das im Sand spielt. Ah, okay.
Dann können wir jetzt. Wie geht es voran, Joshua? Ich glaube, ich habe es schon fertig, aber irgendwie bekommt er keinen Saft. Und ohne Saft bewegt sich das Vieh nicht. Alles klar. Das bedeutet in Erdensprache, der mechanische Stier funktioniert nur mit Strom. In Ordnung, Joshua. Ich schau mal, was ich tun kann. Dann ab in den Keller. Einmal abwärts. Mhm. Exakt, Brian. So. Mal gucken, den Fotoautomat brauche ich theoretisch nicht mehr. Der Strom fährt. Ja, ja. Ich muss mal gerade gucken. Die Bar ist okay, sonst habe ich alles aus. Korrekt. Bucking Bronco war das, glaube ich. Ne? Der ist für den mechanischen Stier. Ja. Zack. So. Ah, Zwischensequenz. Wie sieht's aus, Brian? Hast du Lust auf eine Runde auf der Rodeo-Kuh? Sag bloß, du hast den mechanischen Stier schon repariert. Ich habe ihn gerade fertig bekommen. Aber lass es dir sagen, sie ist eine Kuh. Ich habe sie von unten gesehen und weiß, wovon ich rede. Einverstanden. Eine Kuh. Was immer du sagst. Aber funktioniert sie? Na klar. So. Lass uns gehen. Aber wohin willst du denn? Ich gehe Professor Simon suchen. Komm schon, wir haben es eilig. Bitte warte noch ein bisschen. Ich muss noch ein paar Dinge regeln, bevor wir weggehen können. In Ordnung. Ich warte in der Hütte auf dich. Hoffentlich bist du bald fertig. Denk dran, dass eine ganze Alienrasse darauf wartet, dass du deine Dinge regelst. Heiliger Hergo. Sich mit dem Typ zu unterhalten, kann einfach nicht gut für das Herz sein. Nicht, dass ich kein Vertrauen hätte, aber wir sollten es doch erst ausprobieren. Mhm. Lokelani! Kannst du den Knopf für den Stier drücken? In Ordnung, Cowboy. Lass sehen, wie lange du es aushältst. Hey, das Ding bewegt sich. Ja. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, in New York gibt es nicht so viele Rindviecher, oder? Haha, die hat vielleicht Humor. Egal. Das Ding sieht eher wie ein Büffel aus und nicht wie ein Stier. Aber wir wollen nicht pingelig sein. Ich steige nie wieder drauf. Er hat mir sämtliche Knochen zu Brei verarbeitet. Schauen wir mal. Kann ich jetzt? Nein. Im Moment ist mir nicht nach Wellenreiten. Wie geht's denn so, Knife? Bis dann, Brian. Und dir? Wie geht's dir? Wenn ich dir sagen würde, wo du hier surfen kannst, leihst du mir dann dein Motorboot? Dude, du bist mythischer als die Red Hots. Sag schon, wie? Schnapp dir dein Brett und komm mit. Mhm. Tatsache. Das Ding ist in Ordnung. Wo ist die versteckte Kamera? Nirgendwo, Knife. Das ist mein Ernst. Dann ist das hier die ernsteste Verarsche, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon so einiges hinter mir. Schon gut. Denk, was du willst. Lokelani, kannst du ihn bitte noch mal starten? Sofort, Kaimi. Na, was sagst du? Das ist der Burner, Dude! Und? Leihst du mir jetzt dein Motorboot? Klare Sache, Dude! Es gehört dir! Puh, das hätte also geklappt. Jetzt kann ich mich auf das Wichtigste konzentrieren. Ich muss in das Camp rein. Gut. Dann müssen wir wohl auch ins Camp. Ich repariere, was sie wegwerfen würden. Gut und preiswert. Der ist wirklich praktisch veranlagt, dieser Joshua. Ich nehme Joshua doch nicht die Werbung weg. Kann man erfahren, was du gerade so tust, Joshua? Ich versuche, etwas Geld zu organisieren, weil ich langsam Hunger kriege und keinen Cent bei mir habe. Das nächste Mal, wenn Alpha mich schickt, um die Welt zu retten, soll er mir ein Fresspaket mit Kartoffelsalat und Würstchen vorbereiten, sonst spiele ich nicht mit. Rühr dich bitte nicht von der Stelle. Es würde mich nicht wundern, wenn wir fliehen müssten. Mach dir keine Sorgen, ich kann ganz schön schnell flitzen, wenn ich vor etwas weglaufen muss.
Gut, okay. Was sagt Lokelani denn? Hallo Lokelani. Erzähl, Kaimi. Gut, okay. Hat sich nichts geändert. Bis bald. Ich rede nicht über die Themen, mit der, über die wir schon geredet haben. Das macht keinen Sinn. Aber jetzt ist Knife. Heißt der Knife? Oder war der andere? Kai. Okay, der andere heißt Knife. Der ist jetzt alleine. Hallo nochmal, Kay. Hallo, Brian. Was geht denn so? Ich drehe. Ich werde. Bla bla bla. Ich guck nochmal. Gruselig, das Ding. Kaum zu glauben, dass da drin drei Leute wohnen. In Ordnung. Wahrscheinlich übertreibt Knife und der Junge ist nicht so wild, wie er sagt. Wahrscheinlich ist er es doch. Schau mal. Ein unschuldiges Kind, das mit seiner Spielkonsole Spaß hat. Ich werde mal mit ihm sprechen. Hallo, Koala. Möchtest du dich ein bisschen mit mir unterhalten? Das deute ich als ja. Kannst du nicht sprechen? Ah, klar. Das ist die Lösung für alles. Ich habe so eine böse Ahnung. Falls ich etwas von dem Jungen haben möchte, werde ich mich mehr anstrengen müssen als bei Joshua. Aber was soll's? Er scheint nichts zu haben, was mich interessieren könnte. Der erinnert mich so ein bisschen an hier den von den Flintstones. Wie heißt denn der Junge von nicht Wilma, sondern von Betty und ach, keine Ahnung. Naja. Es wäre merkwürdig, wenn in Case und Knives Haus so ein Poster fehlen würde. In meinem Klassenzimmer in der Grundschule hatten wir auch so eins. Tatsächlich war es eine Tierserie. Jedes führte einen Buchstaben des Alphabets ein. Ich weiß nicht, in welchem Film ich so einen Dinosaurier gesehen habe. Entweder in Toy Park oder in Jurassic Story. Ja, okay. Die Puppe dort sieht aus wie ein Comicheld. Bunte Lego-Steine habe ich auch gehabt. Die setzen sich wirklich weltweit durch. Einem Kind das Spielzeug wegnehmen? Ja. Ich bin doch nicht lebensmüde. Tja, okay, interessant. Ich glaube nicht, dass Kay gerne auf Berge kraxelt. Das muss von Knife sein. Nein. Ich habe nichts gegen Surfen, aber das ganze Zimmer würde ich nicht mit solchen Postern tapezieren. Aha. Fallschirm springen. Ich kann den Bildschirm nicht sehen, aber den schlichten Geräuschen nach muss das Spiel ziemlich alt sein. Nein, nur Filmbösewichte nehmen Kindern ihr Spielzeug weg. Gut, hier gibt es wohl nichts mehr zu tun. Allein für die Dialoge. Was? Ist hier gerade irgendwie... Nee. Können wir ihm vielleicht... Die Idee gefällt mir nicht. Nein, der arme Kleine hat mir nichts getan. Nee, okay. Gut, weiß ich jetzt auch nicht. Ach ja, und schon wieder... doch noch mal mit Kai
mit Kai. Hallo nochmal, Kay. Hallo, Kay. Brian, was geht denn so? Kay reden. Weißt du, wie man unbemerkt in das Militärcamp reinkommt? Keine, brah. Diese Soldaten sind nicht so wa-wa-iki, wie sie aussehen. Sie haben es um den Tiki-Tempel gebaut und der Ort ist praktisch uneinnehmbar. Erzählst du mir die Sage vom einbeinigen Surfer? Natürlich, brah. Worüber hatten wir vorhin noch geredet? Laut Lokelani war dein Großvater Schamane. Lokelani ist wirklich eine Nani Koki, nicht wahr? Das ja, sowohl schon. Mein Großvater als auch mein Urgroßvater vor ihm waren offizielle Kahunas der Insel und Schamanen des Hühnchengottes. Ihr Spezialgebiet war es, im Schlachthof Hühnchen wieder zum Leben zu erwecken. Dann lässt sich jetzt drüber streiten, wie sinnvoll oder unsinnig das ist. Gut. Naja. Lassen wir es mit dem Schamanismus erstmal gut sein. In Ordnung, brah. Ich drehe noch ein paar Runden um die Insel. Aloha Kaua, Brian. Ich werde noch eine Runde meditieren. Gut. Sei es drum. Was haben wir denn noch? Jo. Ich überlege gerade, was... brauche ich denn eigentlich als nächstes? Ich muss irgendwie ins Camp, richtig? Ja. Sprechen wir nochmal mit. Nein. Er könnte die Konzentration verlieren und sich richtig wehtun. Ja, möglich wär's. Viel Unterschied macht die Klappe nicht. Die Plattformseiten sind löchrig wie Schweizer Käse. So, Lokelani nicht, hier nicht. Ich komme nicht rein. Gut, eigentlich habe ich... Also es muss irgendwas in der Hütte sein, denke ich. Sonst habe ich ja alles. Ich kenne niemanden, der so gerne und ausgiebig brüllt. Soldat O'Connor? Ja, Sir! Ja! Bleiben Sie zu ihm! Okay. Dann versuchen wir einfach mal ins Camp zu gehen. Meine Freunde beim Was? Der Bursche mit dem Maschinengewehr sollte sich bei mir bedanken. Schon wenn er auf mich zielt. Während ich mich bewege, hat er etwas Abwechslung. Das könnte sich als schwierig herausstellen. Was? Meine Freunde beim Checkpoint scheinen nicht davon begeistert zu sein. Leite den Hambi aus. Okay, Entschuldigung, das wollte ich auch gar nicht machen. Ich möchte noch mal mit dem Colonel reden. Schon wieder? Aber nur, weil ich es bin. Jeder andere hätte dich zum Mond geschossen. Behalt ihn im Auge, Felton. Leslie, der Zivilist von vorhin, möchte noch mal mit dem Colonel reden. Verstanden. Felton, begleite den Zivilisten zum Zelt des Colonels. Los. Der Mann hier möchte mit dem Colonel sprechen. Einen Moment, Colonel. Danke, Felton. Sie, treten Sie näher, bitte. Jawohl. Aha. Ich notiere, Colonel. Name? Brian Basco. Gut, Mr. Basco. Warten Sie hier. Mr. So und so möchte mit Ihnen sprechen, Colonel. Wer? Ah. Sagen Sie ihm, dass ich schlafe, Flowerpot. Aber Sie sprechen doch gerade, Colonel. Wahrscheinlich rede ich im Schlaf, Flowerpot. Nein, Papa, du bist einer von denen, die schnarchen. Soldat Flowerpot, Ihr miserables Gedächtnis ist unerträglich. Merken Sie sich eines in Ihrem grenzdebilen Hirn.
In der Armee gibt es weder Väter noch Mütter. Treten Sie einen Moment näher. Ich werde Ihnen mal ein paar Dinge erklären. Und nimm den Waffenrock aus der Hose. Du siehst aus wie ein Muttersöhnchen. Lass uns rekapitulieren, Leslie. Warum glaubst du, nenne ich dich Flowerpot, um dich lächerlich zu machen? Nein, der Name ist so blöd und unglaubwürdig, dass niemand auf die Idee käme, dass er falsch ist. Wenn die Truppe Wind davon bekommt, dass ich einen Trottel wie dich gezeugt habe, verliere ich jeglichen Respekt meiner Leute und dann kann ich einpacken. Verstehst du, mein Sohn? Ja. Ich glaube nicht, dass es clever wäre, etwas zu stehlen. Naja, wenn mir nichts Gescheiteres einfällt. Das würde überhaupt nicht klappen. Naja. Schauen wir mal. Nein. Leslie. Naja. Mal schauen. Lieber nicht. Es wäre viel zu ver... Naja. Okay. Was haben wir noch? Ja, gute Idee. Das ist eine gute Idee? Naja. Ich glaube nicht, dass man es mir erlaubt. Gehen Sie mir aus den Augen, Flowerpot. Sie können schon reingehen, Mr. Sowieso, wie auch immer Sie heißen mögen. Danke. Ja, okay. Ich sehe, es gefällt Ihnen, mir in die Eier zu treten. Antworten Sie! Warum sind Sie noch auf meiner Insel? Ja, sowas könnte ich sagen, dann, Ehrlich gesagt wollte ich gar nicht hierher kommen. Eine Freundin wollte es. So, so. Am Ende ist dieser lästige Zivilist also doch bloß ein Blödmann. Mein Sohn, wenn Sie beim Militär wären, würden die Frauen auf Sie fliegen. Möchten Sie in die Armee eintreten? Tut mir leid. So. Das könnte ich sagen, aber ich glaube nicht, dass das so intelligent ist, oder? Ehrlich gesagt... bin ich hier, weil ich bei der Kellnerin vom Playa Luana landen möchte? Das ist ein verlorener Krieg, mein Sohn. Vom Kommandanten bis zum letzten Rekruten haben alle meine Männer es versucht. Aber diese Frau ist zäher als die Montagsration. Und was ist mit Ihnen? Haben Sie es auch versucht? Ich habe es versucht, aber sie ist in einen einäugigen Offizier verliebt und nimmt mich kaum zur Kenntnis. Ist das möglich? In Ordnung. Machen Sie, was ich Ihnen befohlen habe. Sagen Sie ihr, ich bin ein sensibler Typ. Ich mag Spaziergänge am Nachmittag, Essen bei Kerzenlicht am Abend und Napalmgeruch am Morgen. Ich werde es ihr ausrichten, aber ich bin überzeugt, dass es besser wäre, das mit dem Napalm zu lassen und ihr stattdessen ein schönes Kompliment zu machen. Sie haben recht. Vielleicht ist sie zu jung, um Napalm zu kennen. Sagen Sie ihr, ich habe mich sofort in sie verliebt, kaum dass ich ihre prächtigen... Nein, das ist auch nicht gut. Mir wird schon etwas einfallen. Ich wollte Ihnen noch etwas über die Kellnerin sagen. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie etwas mit ihr hatten, oder? Ich möchte nicht über das Mädchen sprechen. Ich finde es nicht mal hübsch. Sie lügen. Oder Sie sind dümmer, als ich dachte. Egal.
Ich weiß immer noch nicht, was sie auf meiner Insel zu suchen haben. Tja. Ich möchte mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Lassen Sie uns eins klarstellen. Sie gehen nicht, weil Sie es wollen, sondern weil ich Sie rauswerfe. Ja, okay. Ziehen Sie Leine, Zivilist. Okay, gut. Tja, ich habe jetzt doch schon so ein bisschen überzogen. Keine Ahnung, wie viel. Auf jeden Fall sind die 15 Minuten schon längere Zeit rum. Deshalb würde ich sagen, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann in der nächsten Folge von Let's Play Runaway to the Dream of the Turtle. Bis dahin,